Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Surviving the Aftermath. Und wir kümmern uns dieses Mal ein klein wenig mehr wieder um unsere Ressourcen erstmal und um so das generelle Leben und Überleben. Und dazu gehört auch Medikamente oder Medizin an sich. Wir haben jetzt die ersten Kräuter schon geerntet. Das ist supi. Ja, man sieht es auch hier, da Kraut, 40 Stück. Und wir sollten jetzt demnächst die erste Kräutermedizin so herstellen. Und mit denen können wir ja dann ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir hier anscheinend nur noch Antibiotika gerade rumliegen. Keine normale Medizin, keine Jodtabletten. Furchtbar. Zum Glück hilft uns der Handel wieder ein bisschen weiter. So, wir holen uns erstmal ein bisschen davon und wir holen uns dann ganz viele davon. Und weil wir so viel davon haben, können wir da einiges verkaufen und haben zum Schluss immer noch was übrig. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Alles im Überfluss produzieren, damit wir dann einfach mit ein bisschen Handel schön vorankommen und uns keine Gedanken machen müssen. Genauso lobe ich mir das. Gut, die Reputation, die holen wir uns gleich noch ein Stück weiter nach oben, aber nur, wenn ich mir sicher bin, dass wir nicht irgendwo anders noch Handel brauchen. Deswegen. Warte mal, 102. Ja, reicht. Alles klar. Dann holen wir uns die Komponenten. So, das reicht. Dann haben wir die auch gut erweitert. So, gucken wir hier. Standardkleider brauchen wir nicht mehr. Haben wir alles voll. Hier holen wir noch mal ein bisschen davon. Dann holen wir ein bisschen davon. Da haben wir erstmal ein bisschen was. Ich glaube, Kleidung. Ne, wir haben keine Fasern mehr. Okay. So. Das ist klassisches Fleisch. Zack. Nur ein bisschen was verkaufen. Dann. Oh, Weizen haben wir mehr als genug, glaube ich. Also, da sollten wir eventuell ein bisschen ruhiger machen. Ich glaube, da war ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht. Passiert mir nur ganz selten. So, dann geben wir noch ein paar Fischis. So. Plopp. So, hier könnten wir jetzt natürlich ein bisschen was kaufen an Kakerlaken, einfach um nach vorne zu kommen mit denen, was die Reputation angeht. Gucken wir uns mal an. Dann würde ich lieber das hier noch mitmachen. Und ah, da sind wir fast bei 1000, das passt schon. Okay. So, haben wir noch einen Händler offen? Nö, das ist ja genau deswegen. Aber wir müssten doch hier eigentlich noch einen offen haben. Und damit hier, genau. So, Moment. Wir haben 880, das heißt, wir brauchen noch 120. So, und dann haben wir bei denen auch wieder einen guten Stand. Oder den Superstand. So. Alles klar. Ja, wir müssen die Leute immer schön auf unsere Seite ziehen. Vielleicht haben sie da auch mal ein paar bessere Angebote. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall preislich macht sich das bemerkbar. Und das ist ja auch nicht schlecht. Sind wir mal ehrlich. So. Okay, du bist gleich fertig. Sehr gut. Das passt mir sehr gut. Oder passt, ist mir sehr angenehm.
Warte mal, können wir eigentlich hier... Würde doch eigentlich ganz gut passen. Ja, komm, dann lass uns jetzt hier einfach mal noch welche hinsetzen. Passt ganz gut. So, du erntest fleißig, dann haben wir Sonnenblumen. Ihr macht Kraut. Das passt. Du machst Erdnüsse und machst danach Sonnenblumen. Okay. Das sollte auch passen. Okay. Nee, ist doch in Ordnung. Halte mal kurz zwei davon an. Dass wir erstmal wieder ein bisschen Vorlauf haben, aber einmal werden wir schon brauchen. Man sieht es hier. Eine seltsame Gruppe nähert sich dem Tor. Na super. Lasst uns erstmal noch, das habe ich hier gerade vergessen. Nee, ich meine das Auto, bitte. Genau. So, dann geh doch mal bis. Denk mal hier hin. Das könnte ganz gut passen. So. Alles klar, ihr seid da, das ist sehr gut. Das sind ein Tag, 7 Stunden. Oh, dann verliert sie schon die Hälfte ihrer Lebenspunkte. My pleasure. Naja, ist ja nichts, ne? Ah, bei dir sogar noch ein bisschen mehr. Ah. Naja, gut. Dann können wir vielleicht hier noch die Teile und die Teile holen. Dann wird es das wahrscheinlich erstmal wieder gewesen sein. Dann müssen wir erstmal wieder nach Hause. Aber für die Tabletten wird es dann nicht mehr reichen. Okay. Wir speichern. Irgendeiner Gruppe scheint es hier nicht zu gefallen. Oder scheint zumindest seltsam zu sein. Handeln und Glauben. Eine Gruppe von Leuten in smaragdgrünen und mit Gold versetzten edlen Roben nähert sich dem Tor. Sie tragen riesige verzierte Schirme, die keinen Sonnenstrahl durchlassen. Ja, ist ja auch Wintersturm, Leute. Der in einen Seidenschal gehüllte Anführer ergreift das Wort. Kinder, wollt ihr uns bei unserer heiligen Mission unterstützen? Ihr werdet, was es wird nicht mehr lange dauern, bis Helios auf die Erde hinabsteigt und wir müssen bereit sein, seinen flammenden Zorn zu besänftigen. Helft uns bitte dabei, uns auf seine Ankunft vorzubereiten. Gut, die brauchen ein bisschen Holz, das ist vollkommen in Ordnung und ich würde dafür dann doch ganz gerne ein paar Medikamente nehmen. Unterhaltung hätte ich eigentlich auch immer gerne genommen, aber da haben wir jetzt 83. Ist trotzdem nicht viel. Aber es ist Winter, es ist erstmal wichtiger, dass wir, glaube ich, ein bisschen... Ne? Als der Handel abgeschlossen ist, ziehen die Gläubigen an ihren Schirmen, woraufhin hunderte von kleinen Spiegeln zum Vorschein kommen. Die Kultanhänger beginnen sich um ihren Anführer zu drehen und den Sonnenschein in einem betörenden Tanz zu spiegeln. Gesegnet, gesegnet sind wir am heutigen Tage. Lasst uns für Finsternis beten, denn alles ist besser als sein ewiges Feuer, lässt der Anführer verlauten. Oh ja. Ja, sehr. Könnte man wieder sagen, man verhandelt nicht mit Fanatikern, aber sie haben uns in Ruhe gelassen. Sie haben ihre Meinung, ihren Glauben, der jetzt nicht andere Leute auf einmal absolut verdammt oder irgendwas in dieser Richtung.
Und sie haben einfach nur gesagt, ey, wir wollen handeln. Ja. Fein, alles klar, kein Ding. Macht euer Zeug. Gut. Ja, also das funktioniert ja. Das ist ja kein Problem. Ist ja nicht jetzt irgendwie irgendwelche Fanatiker und andere komische Leute, die jetzt auch noch ihren Glauben uns aufzwingen wollen. Ich denke, wenn wir den annehmen würden, wären sie durchaus, ja, durchaus positiv geneigt und eingestellt dem Ganzen. Aber naja, ihr wisst ja, dass es nicht so ist, ne? Na, ey, gucke, schau, jetzt haben wir hier so langsam diese Kräutermedizin. So, taucht die dann eigentlich auch irgendwo auf? Oder existiert die dann einfach nur? Oder wie ist denn das dann? Aber wenn ich jetzt mal sage, hier, machen wir diesen. Müssten wir doch eigentlich auch ein paar Jodtabletten hinkriegen, oder? Schön, macht mal weiter, die da. Genau. So, weil eigentlich haben wir ja welche hergestellt. Ist die hier irgendwie gelagert? Ja, 10 Stück. Okay, guck mal hier. Zimtwecke. Geil. Haben wir schon schön ein paar Zimtwecken gebastelt. Vor allem aus 2 Milch und 2 Eiern, 4 Mehl, kommen 15 Zimtwecken raus. Das ist schon geil. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mal da, wo wir die Brote haben eingelagert, könnten wir jetzt eigentlich mal noch die Zimtwecken einlagern. Das machen wir mal schnell. Hört ja mit dazu, ne? Nützt ja alles nichts. So, wir brauchen ja in den einzelnen Stationen nicht so wahnsinnig viele. Aber ein paar, damit die dann einfach dorthin gehen können und sich das abkrabbeln können, das braucht man halt schon. So, okay. Gut, ja, vorbereitet muss man sein, auf jeden Fall. So, gut, haben wir jetzt gewonnen. Hol du doch mal das Auto, bitte. Und... Ja. Rein mit dir. Und du? Ich denke, hier unten ist ganz gut. Oder? Du hast 1, du hast 5, 4, 4. Wir schauen mal kurz was. Ne? So, du hast noch 5. 1, 2, 3. So, und du müsstest doch. Du hast auch noch 4. Your orders? You got it. Ja. Du hier hin. Du müsstest auch noch einen haben. Ja, dann. Showtime. Ready? Zack. Engaging hostile. How may I help you? Attacking target. So. Aha. Und du bleibst. Ja, du fährst meinetwegen mal noch hier hin, aber dann bleibst du.
So. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Oh, hey, wir haben mal hier oben keinen... Da ist unterernährt mehr stehen. Das ist doch super. Ah, das schlecht ernährt geht auch runter, dafür geht das hungrig hoch. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber naja, gut. Kannst du machen nix. Musst du gucken zu. Milch haben wir einiges. Eier haben wir noch mehr. Klar, ich meine, wir haben jetzt relativ viele Hühner. Das heißt, wir bekommen natürlich auch einiges an Eiern dann einfach rübergebracht. Geh mal hier hin und mach mal lieber die Fische. Dann kann ich hier hergehen und kann doch Öl sagen, oder? So. Und dann haben die hier immer was zu holen und können da ein bisschen losmachen. Klopp. Vielleicht sollten wir hier mal noch einen Werkzeugladen, einen weiteren hinsetzen. Hat vielleicht auch noch was. Ah, komm. Also einen kleinen kriegen wir auf jeden Fall erstmal hin. Dann müssten wir eigentlich auch den großen dann... Dürfen wir den eigentlich gleich bauen? Nee, ne? Geht wieder nicht. Ne, okay. Das fände ich noch ein bisschen cool, wenn sie hier einem gleich erlauben würden, die Evolutionsstufe gleich zu machen. Ne? Also statt ein Werkzeugladen gleich den großen. So. Meinetwegen auch mit den Kosten, um den erst den kleinen zu machen und dann den großen. Aber wäre schon ein bisschen komfortabler. So, ne, kleine Quality of Life-Themen. Wäre schon ganz cool, aber naja. Ich mecker schon wieder so viel, ich weiß. So, dann kannst du als nächstes. Aber ist ja kein Meckern, sind ja nur so Vorschläge und Wünsche, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen. Okay, da das wirklich so lange dauert, sollten wir wirklich von der Forschung her als nächstes auf die Produktionszeit gehen, die 40%, die sollten wir wirklich mitnehmen. Und eventuell sollten wir wirklich hergehen und hier noch zwei von den Sachen bauen. Dass sich eins immer darum kümmern kann, so. Also eigentlich damit eins für alles da ist. Und vielleicht zwei diese reine Kräutermedizin herstellen. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht ganz cool. Mal gucken. So, haustechnisch sieht man gut aus. So, jetzt müssen wir erstmal weiterkommen, um... So, was haben wir hier? Mit wem gehen wir jetzt runter? Gehen wir jetzt mit einer Kämpferin hier runter? Oder mit Plünderern? Ich hätte ja jetzt gedacht, rein vom Gefühl her, lass mal mit einer Kämpferin runter, weil wenn da noch böse Banditen sind, die ja die Schwester von dem Kolonisten da umgebracht haben, dann könnten wir uns mit einer Kämpferin wenigstens noch verteidigen. Also sprich hier unsere gute Lady nehmen und da hingehen. Allerdings... Könnte es natürlich wieder so ein Ding sein, ja, nee, Kämpfer wäre hier besser, aus dem Grund, hier Plünderer wäre besser, weil dann kannst du schnell sammeln. Wir gehen mal mit Kämpferin hin,
Mal gucken, wenn es da wieder so ein Ding gibt, ja, hier Plünderer auswählen, hättest du mehr bekommen. Dann gucken wir mal, vielleicht laden wir dann. Not going to happen. What do we have here? So, schauen wir mal. Die dritte Siedlung hat sich definitiv gewehrt. Verbrannte Fahrzeuge schwelen am Straßenrand, Krähen picken die Leichen von Banditen und Kolonisten auseinander. Am heftigsten wurden die Kämpfe im Zentrum der Kolonie ausgetragen. Du bahnst den Weg durch die Leichen und stößt auf den übel zugerichteten Körper einer jungen Frau in ihren Zwanzigern, auf die die Beschreibung der Schwester des trauernden Kolonisten zutrifft. Andere, gut ausgerüstete, am Ende aber doch in einem letzten Akt des letzten Widerstands erschlagene Kolonisten liegen um sie herum. Begrabe nur die Schwester oder plündere auch die Leichen aus. Naja, ihr kennt mich. Oh, echt jetzt? Minus 10 Zufriedenheit. Die Ausrüstung ist zu wertvoll, um zurückgelassen zu werden. Du bist in der Lage, mehrere hochwertige, etwas blutbefleckte Kleidungsstücke und Waffen mitzunehmen. Vielleicht wird deine Kolonie mit ihrer Hilfe verhindern können, was hier passiert ist. Du begräbst die Schwester unter einem großen Ahornbaum außerhalb der Siedlung und machst dich auf den Weg. Später erfährst du, dass der Bruder, der beim Erhalt dieser Nachricht weinend zusammenbrach, sich langsam wieder erholt hat. Die Kolonisten waren hingegen weniger erfreut, deine blutgedrängte Beute zu sehen. Quest complete. Ja, sollen sich mal nicht so affig. Gleich mal 240, ne? Weil halt jeder einmal unzufrieden ist. So affig. Die jammern mir die ganze Zeit die Ohren voll, dass sie keine Werkzeuge haben und keine Klamotten haben und alles. Und jetzt können wir welche holen und dann heißt es nur, naja, also ich hätte es ja nicht gemacht. Also dieses Glücklich-Unglücklichkeits- Ding hier, das ist schon. What's up? Sorry, can't do that. Das ist schon echt arg unbalanced, muss ich mal so sagen. Für negative Sachen kriegst du einen übelsten Malus, aber für positive Sachen interessiert sich keine Sau. Ah ja. Naja, was soll's. Ihr werdet schon noch verstehen. Irgendwann. Jetzt hauen wieder haufenweise Leute, hauen sich irgendwelche Infektionen rein. Mann. Naja, so sind sie halt, ne? So, das sollte auch noch klappen. Gut. Machen wir das auch gleich noch. Ein Kind steht am Tor. Oh Gott. Ey, heute wollen sie mich richtig dran kriegen, ne? Gut, wir speichern. Aber was damit passiert, schauen wir uns dann natürlich erst in der nächsten Folge an. Und dann gucken wir mal. Ich würde wirklich sagen, so wie das jetzt hier einfach aussieht, wir brauchen A, die verbesserte Forschung für die Produktionszeit. Und B, wir brauchen mindestens noch ein zweites medizinisches Labor, was sich erstmal einzig und allein um die Kräutermedizin kümmert. Und dann mal gucken, ob das eventuell ausreicht, um einmal jetzt hier die Rottabletten schon mal zu machen. Und einmal eventuell die normalen Medikamente zu machen. Und hier bei dem Öl müssen wir sowieso mal noch gucken, was da dann so passiert. Und wie das dann so passiert.
Ach, guck. Ist doch so. Alles klar. Gut, wunderbar. Das heißt, direkt beim Anbau von Sonnenblumen wird dann direkt das Öl draus gewonnen. Na, ist doch schon mal sehr schön. Haben wir das auch schon geklärt. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.